Die Caracalla-Thermen können bis zum 2. Oktober nun auch nachts besichtigt werden. Sie waren eine Schwimm- und Badeanlage im alten Rom mit Pool und Umkleiden. Bis zu 2000 Menschen kamen pro Tag hierher. Die Caracalla-Thermen wurden 2016 vor Christus zum Badevergnügen der Römer eröffnet. Aufgrund der großen Nachfrage haben wir uns entschieden, die Nachtführungen wieder durchzuführen. Bei den Nachtführungen wird den Besuchern das gesamte Erdgeschoss gezeigt. Danach geht es zu dem unterirdischen Mitraeum, das wir eigens für die Nachtführungen öffnen. Die Führung dauert 1 Stunde 15 Minuten und es werden jeweils nur 30 Personen zugelassen.